willkommen zu den MPD Photo News. Heute mit Ninja Blade, der Nikon D4S und Bitcoins. Ihr wollt Videos extern aufzeichnen, dann solltet ihr euch auf jeden Fall den neuen hochwertigen Monitor von Atomos zulegen. Denn mit diesen Fieldrekordern von Atomos ist es möglich, extern über den HDMI-Eingang in hoher Qualität ohne Zeitbeschränkung Videos aufzunehmen. Und der Ninja 2 Monitor bekommt quasi einen hochwertigen Nachfolger mit HD-Qualität. Die portablen und akkugetriebenen Videorekorder zeichnen das Videosignal auf eine HDD oder SSD auf. Das ist natürlich schon mal richtig super, weil wenn man sich überlegt, dass Videos auf eine Speicherkarte gespeichert werden und diese in dem Moment komprimiert werden, hat man schon mal einen Qualitätsverlust, den man eigentlich nicht haben möchte. Zusätzlich gibt dieser Monitor sogar, wenn ein eindeutiges Videosignal vorhanden ist, die Möglichkeit, ohne Zeitbeschränkung, also ohne die künstliche Zeitbeschränkung, Videos aufzunehmen. Der Ninja Blade ergänzt auf jeden Fall den Ninja 2. Immerhin hast du hier einen besseren und hochwertigen Touchdisplay, mit dem du das aufgezeichnete Material sofort beurteilen kannst. Und die Auflösung ist in 27p, der Betrachtungswinkel liegt bei 179 Grad. Geil ist natürlich auch, dass der Bildschirm in 48, 50 oder 60 Hertz arbeitet, je nachdem wie das Videosignal ist. Und es gibt die On-the-Fly Bildschirmkalibration, was kurz heißt, man hat die farbechte Darstellung bei jedem Arbeitsabschnitt. Ja, die ganzen Features sind natürlich super cool und es macht schon was her, aber bei 745 Euro weiß ich jetzt nicht, ob man den ja so einfach kaufen sollte, weil man weiß ja nie, wie der Verschleiß ist bei dem Rein- und Rausziehen der HD- und SSD-Platten. Von daher sollte man sich echt überlegen, ob man sich diesen zulegt, aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Nikon bringt jetzt die Nikon D4S auf den Markt, eine professionelle DSLR-Kamera für Action- und Reportagenfotografie. Das klingt natürlich schon mal super cool und diese Kamera besticht auf jeden Fall mit hohem Tempo beim AF und Serienbildern und zeichnet sich zusätzlich bei der neuen Höchstlichtempfindlichkeitsgeschichte aus ever. Und zwar hat sie ein ISO von 409.600 bei einem Vollformatsensor mit 16 Megapixel. Gegenüber dem Vorgänger wurde die Videobildrate erhöht, man kann jetzt bis zu 60 und 50 Ganzbildern progressiv pro Sekunde aufnehmen kann. Und das führt natürlich zu hochwertigen Videos in Broadcast-Qualität. In verschiedenen Bildformaten kann man das Ganze aufnehmen und es wurden eine Reihe anwendungsbezogener Optimierungen durchgeführt. Beispielsweise Filmsequenzen. Hier besteht die Möglichkeit, dass die Aufnahmen besser voneinander getrennt werden und der Ton eine deutlich bessere Qualität vorweist. Wenn man jetzt beim ISO-Wert, der etwas höher ist als normal, die 3D-Rauschunterdrückung einschaltet, bekommt man das Bildrauschen und die Helligkeitsschwankungen besser reduziert. Mit dem AF lassen sich 11 Bilder pro Sekunde schießen. Das ist schon mal sehr geil, weil die Fokuserfassung und die Motivverfolgung wurde eindeutig verbessert. Und das Ganze im FX-Format, was will man mehr? Natürlich ist die ganze Geschichte jetzt nicht so billig. Sie kostet nämlich 5.800 Euro. Ist doch ein Schnäppchen, oder? Habt ihr schon mal von den Bitcoins gehört? Nee. Bitcoins erfreuen sich seit Jahren anwachsender Popularität. Sie sind die digitale Währung und das Bezahlsystem ist so ähnlich wie bei PayPal. Wenn man bedenkt, dass vor x Jahren die HD-DVD und die Blu-ray gegeneinander gekämpft hat und am Ende die Blu-ray gesiegt hat, könnte auch bei den Bitcoins das der Fall sein. Immerhin ersetzt es den Euro oder den Dollar. Das Ganze ist natürlich nur eine digitale Alternative zum Euro oder zum Dollar. Wenn man natürlich bedenkt, dass Bitcoins heute im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar auf der Welt vorhanden sind und täglich 60.000 Transaktionen damit ausgeführt werden, dann sollte man eventuell mal drüber nachdenken. Zumindest tun das einige Fotografen in den USA, denn die haben damit angefangen, dieses Bezahlsystem einzuführen, die Bitcoins anzubieten, denn sie sehen es irgendwie irgendwo schon als das neue Bezahlsystem für die Zukunft. Wobei das Ganze natürlich noch in den Kinderschuhen steckt und eventuell nicht jeder von dieser Währung gehört hat, das ist, da sollte man natürlich vorsichtig sein. Gerade bei größeren Summen, und das streiten auch die Fotografen nicht ab, sollte man immer noch den richtigen Geldweg, die richtige Geldtransaktion wählen. Man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass man nur von den Bitcoins leben kann. Es ist eine weitere Bezahlmöglichkeit, die man den User anbieten kann. Und es gibt sogar schon einige Systeme, bei denen man die Bitcoins einzahlen kann und man kriegt echtes Geld wieder raus, was natürlich auch schon eine coole Sache ist, aber es sind halt noch zu wenige momentan. Eine ganz coole Sache ist natürlich bei den Bitcoins, hier greifen die Steuern nicht. Das heißt, man kann ca. bis 1 Million US-Dollar steuerfrei seine Einzahlung bzw. seine Einnahmen auf das Konto schieben.
Ob das Ganze jetzt für jeden interessant sein sollte, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Momentan würde ich behaupten, gibt es nur Trendsetter, die dem Ganzen Folge leisten. Und von daher sollte man sich das, wie gesagt, echt überlegen, ob man auch diese Bitcoins anbieten möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, lohnt es sich für Fotografen? Lohnt es sich nicht, auch diesen Weg zu gehen? Postet es mir in die Kommentare, ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Und das wird es auch schon wieder gewesen sein. Das ist das Ende der heutigen MPD-Foto-News. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, teilt das mit euren Freunden und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut!